so aus, wie wenn es Katakel hätte. Das ist wahr. Puh, das wird aber gar nicht mal so leicht. Weil ich nichts sehe, was ich gerade abgebaut habe und nicht. Ja, aber können wir mal schlafen gehen, bevor mal wieder irgendwer das Feld zerstört? Jo, jo. Lässt sich einrichten. So, gehen wir mal pennen hier. Schwupp, schwupp, schwupps. Schmiede brauche ich Gott sei Dank eh nichts machen, weil die ist ja... Gitter. Genau, Gitter, Gitter, Gitter. Oh, das schaut endlich wieder nice aus. Ja, jetzt haben wir wieder Fenster endlich. So, gute Nacht, Gernot. Gute Nacht. Schon wieder Tag. Gernot, ich mag heute nichts arbeiten, ich habe Urlaub. Und er raucht sich schon wieder an. Natürlich. Hallo, Raucher sterben früher. Juhu. Hier, Raucher sterben früher. Das ist auch eigentlich so ein geiles Thema. Ist eigentlich überhaupt nicht wahr, dass Raucher früher sterben. Weil weißt du, was ich immer lustig finde? Sagt ja jeder, na, Raucher, Lungenkrebs, bla bla bla, ne? Und dann kriegst du Nichtraucher. Ja, richtig. Wieso kriegen dann so viele Nichtraucher Lungenkrebs? Und dann sagen natürlich die Nichtraucher, nee, das ist ein Blödsinn, das ist bestimmt... Das ist Passivrauchen. Richtig, das ist das Passivrauchen. Oh. Ah, ich weiß, weil ich da oben auch Glas habe. Oh, Scheißendrick. Wie schaut denn das jetzt dann eigentlich aus? Ah, das schaut scheiße aus. Ja, das schaut irgendwie uncool aus. Okay, ich glaube, ich lasse das einmal. Mache jetzt einmal nur die Fensterseiten. Und oben ziehe ich ein Dach drüber, fertig aus. Ja, wie gesagt, und dann kriegen sie nicht Raucher, ne? Und dann sagen sie natürlich, das ist doch das Passivrauchen, ne? Wer es glaubt, wird selig. Ja, aber andererseits, weißt du, ich finde es immer nur so leid, wenn der Vater starrt, sich jeder die Raucher immer extremstens, ne, teure Zigaretten, mehr Steuern auf die Zigaretten, ne, und ja, Raucher werden halt nicht gern gesehen, bla bla bla, ne. Nur andererseits, ich frage mich dann, was ist, wenn wir einen Tag wirklich komplett, von mir aus nur, weiß ich nicht, Österreich oder zumindest Deutschland oder weiß ich nicht was, einen Tag komplett mit dem Rauchen aufhören? Würde dann der Vaterstaat auch sagen... Macht nichts. Die sind ja froh, dass es uns Raucher gibt. Ja, eigentlich schon. Aber warum schikanieren sie uns dann so die ganze Zeit, weißt du? Das geht mir ein bisschen gegen den Strich. Genauso wie die Autofahrer. Alles wird teurer bei den Autos. Alles. Versicherung, Sprit, wurscht was. Ja, aber sollen sie mal einen Tag ohne Autofahrer leben? Die würden ranzen. Die würden ranzen. Aber ja, das Problem ist halt, es macht's halt wirklich keiner. Einen Tag ohne Auto sein, ne? Weil ich sag, okay, ich meine die Pendler, die was von irgendwo her kommen, die haben es halt wirklich schwer, ne? Weil wenn du wirklich irgendwo am Arsch der Welt wohnst, in einem Dörfli, sag ich jetzt einmal, wo, weiß ich nicht, alle heiligen Zeiten einmal ein Bus kommt, ne? Wir wollen ja wirklich in die Arbeit kommen, außer ohne Auto, ne? Ja. Der kommt nur mit Auto in die Arbeit, das ist halt das Tragische, ne? Geh, die wollen nur, dass wir Öffis fahren, dass wir zweimal bezahlen. Für ja, unsere sicher. Autos und für die Öffis. Ja, wahrscheinlich. Und gleichzeitig sagen sie dann, ja, die Öffi-Preise sind gesunken um, weiß ich nicht, 2 Cent. Ja, dafür ist dann so 5 Euro teurer worden. Richtig. Okay, ist alles nur Lug und Betrug. Alles Lug und Betrug auf dieser Welt, aber ja. Wir sind ja eigentlich teilweise selber schuld, weil wir es uns gefallen lassen. La Résistance!
Ja. Was willst du machen? Und was sagst du zum. Was sagst du zum, zum schönen Krieg in Ägypten? Ja, das Thema wollte ich auch schon. Schon, oder? Bombardiert Cairns. Aber weißt du, was das Lustigste ist? Sie haben ja bis vor kurzem gesagt, für Hurghada, ne? Für das Urlaubsziel. Gibt es ja keine Reisewarnung, ne? Heute steht es auf einmal in der Zeitung. Ja, aber bis gestern haben's geschworen, ne? Das ist sicher, das ist so sicher, da kannst du hinreisen. Aber Alter, mal ganz ehrlich, ich meine, wer reist in ein Land, ja, wo gerade, ich meine, sie sagen es nicht öffentlich, ja, aber ich sage es jetzt öffentlich, das ist ein Bürgerkrieg, ja. Nur, wer reist in ein Land, wo ein Bürgerkrieg herrscht, ja? Ich meine, hallo? Würdest du das freiwillig machen? Nein. No. Ich meine, da kann man keiner sagen, dass die Ferienortschaft sicher ist, ja. Können das nicht einmal sicher halten, ja, weil wenn ein Bürgerkrieg herrscht, dann ist das scheißegal, ja. Huch. Wo jetzt gerade die Urlauber Urlaub machen, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Und ist klar, dass das irgendwann einmal durchs ganze Land geht, der Bürgerkrieg. Und ich verstehe auch sowieso nicht, was sich das Militär davon erhofft hat, dass jetzt da den amtierenden Präsidenten stürzt und jetzt wieder eine Armeemacht haben, ja. Ist klar, dass es da irgendwann auch irgendwie zu Konfrontationen kommt, etc. Haben wir hier noch Cleanstones unten? Na, gell? Ich glaub nicht. Nimmst du mal Kohle und gibst es in den Ofen runter? Mhm. 264er Stacks, das wäre leiwand. Mach ich gleich. 26 habe ich da noch Steinziegeln, 26 von denen noch. Dann sag ich jetzt einmal an 64er Stack brate ich noch. Sollte sich ausgehen, da mache ich nämlich ein Dach drüber. Dann schaut das nicht so scheiße aus. Das Eisen jetzt nämlich weg, da gebe ich dann das hier und da gebe ich das Eisen jetzt wieder hin und gut ist. So, das Eisen gebe ich rauf. Eisen, Popeisen, 64, 20, 32, so den 52er nehme ich gleich mit. Da ist aber noch ein 6er dabei. Ich weiß, brauche ich aber nicht. Dann mache ich mal eine Scharpitzhacke, eine zweite Scharpitzhacke, machst du zwei für mich eine mit, dritte, bitte. Eine vierte, eine zweite für den Gernot. Ja, Schaufeln brauche ich nicht unbedingt. Ich habe eine Workbench mit, falls wir wieder was basteln müssen. Dann kann ich ja die Workbench angreifen. Essen habe ich auch noch genug mit. Da hast du mal eins und zwei. Nur wir müssen halt noch ein bisschen warten, weil ich bin noch gerade ein bisschen beschäftigt mit... Mit unserer Farm. So, dann nehmen wir hier mal Stein. Nein, das sollte ich jetzt nicht. Das wollte ich so machen. Zack, haben wir 58. Schauen wir mal, ob das reicht. Sollte eigentlich reichen. Was sagt die Sonne? Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf uns, was wir in 100 Folgen dabei einmal schon. Bitte, 120 Folgen, ja. Entschuldigung. Ja, also bitte, so genau musst du es schon nehmen, ja. Yep. So, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wo hier Glas ist und wo nicht. Ich baue das jetzt einmal ab. Zack, 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 zack. Uiuiui. Ah, nein! Nein! Was für eine Schmarr. So, jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, ich mache das hier dicht. Schaut besser aus, wenn ich das hier dicht mache. So, zack, zack. So. Dann müsste das eigentlich... Jo, das schaut nach was gleich. Jo, leider, Freunde, ich wollte ein offenes Gewächshaus haben mit viel Glas. Geht leider aber nicht mit diesen Glasscheiben hier. Dann machen wir halt ein geschlossenes. Ich meine, ist ja eh geschlossen auch gewesen mit dem Glas, hat aber irgendwie besser ausgeschaut. Aber jo, wir sind ja flexibel.
dann zerstören wir das ja auch. Ja, tut mir leid, ich weiß, das hätten wir uns alle sparen können, aber pff, wir haben ja Zeit. Uns rennt ja nichts davon. Diamanten finden wir sowieso keine. Ich bin da zuversichtlich. Ja. So, zack, zack, zack. Zack und zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier haben wir noch. Eins, zwei, drei. Und ja, das muss ich zerstören. Vier. So, jetzt haben wir wieder nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Da muss ich schauen. Ja, das passt schon so. Das passt schon so. Das kaufen wir. So, schauen wir mal, wie weit hier. Naja, so geil. Ist nicht weit. Was denn? Ich habe jetzt 15 Level nur durch Schweine und Kühe füttern bekommen. Eh nicht schlecht, oder? Ja, stell dir vor, du bringst es auch noch um. Bist gleich wieder Level 30, 34. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz pennen. Jo, warte kurz. Jo, ich warte. So, dann nehmen wir die Hälfte mit. Das bin kommt schon runter weg. Hier. Scheiße, warte, ich muss runter, runter, runter. Kohle kommt auch hier runter. Mal wieder Ordnung hier in dem Saustall. Ne, aber du wirst jetzt rechnen ungefähr nach der nächsten Höllentour, wenn wir da jetzt fertig sind, endlich irgendwann einmal. Mal schauen. Hoppala. So, so, so und so. Gold haben wir auch viel. Viel zu wenig, meinst du? Viel zu viel. Viel zu wenig. Viel zu viel. Na, was haben wir denn an der Gold? Na, wie viele Schienen sind denn das? Nicht zwei. Viele. Einhalb. Zweieinhalb? Naja, ja, kannst recht haben. Also irgendwie fehlt mir hier was, es ist so düster. Das macht doch Lagerhalle aus, oder? Ja, eigentlich schon, hast recht. Solange hier nichts spawnt, ist mir das wurscht. Richtig, jetzt kann man schlafen. Spawnen darf ich noch nichts. Du müsstest hier bald fertig sein, ne? Ja, ich muss nur warten, bis der Stein gebrutzelt ist. Was brutzelst denn du schon wieder? Ja, nix, ich brauche Pflasterstein. Und dann muss ich Stein brutzeln. Warte, ich nehme das Eisen und bring's rauf. Ja, machen wir dabei weiter. Dann mal Baustellenhopping machen. Baustellenhopping. Dann hauen wir sie wieder aufs Dachel rauf und dann machen wir. Nein, das Fleisch will ich nicht mitnehmen. Dankeschön. Huch, da habe ich schon weg. Da habe ich es auch schon weg. So, da la. Aber du könntest mir dabei behilflich sein und mir das Glas wegrubben. Muss halt nur vorsichtig sein, weil. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo noch Glas ist und nicht. So, dann holen wir uns einen neuen Steinziegel. Ich hoffe, das ist schon bald fertig. Und dann, ja, können wir wieder auf Höhlentour gehen. Den Sattel gebe ich aber dabei noch zu unserem Pferdestall. Übrigens, ich habe noch immer kein Pferd.